Nur kurz. Werkstattzeit ist angesagt. Draußen hat es minus 10, 11 Grad. Hat es auch heute Nacht gehabt. Über den Tag waren die Höchstwerte minus 6 Grad. Und in der Früh sind alle Bulldogs gar nicht mehr weggegangen, weil wir noch kein Winterdiesel gehabt haben. Und darum haben wir da wenig Probleme gehabt. Also jetzt hat wenig Werkstattzeit. Ich habe hier so einen Rohrmann im Schrott gefunden. Ich denke, das war mal eine Frontladererweiterung oder so. Wie man es hier sehen kann, die ist ein wenig verzogen, aber das bringen wir schon irgendwie hin. Und jetzt habe ich mir gedacht, bauen wir vielleicht einmal eine Wanne hinten an Bulldog hin, damit man irgendwie Saatgutsäcke oder sowas transportieren kann. Weil halt das Loch größer ist als der Stab durch. Der Stab ist auch nicht besonders dick, also wenn man das Saatgut transportiert, dann stellt man da nicht gleich eine ganze Palette Saatgut auf, sondern das soll halt eine Sache werden, wo man 3-4 Säcken aufstellt und dann einmal wohin fährt oder wenn man mal Ballerei tut, dass der Kiebel mit die Spanngurt oder insgesamt die Spanngurt nicht immer im Fußraum rummasselt, dasseln, kann man die Order vorne einstellen und vorne anhängen oder halt einfach solche Sachen machen. Ich schaue jetzt halt einmal, wie ich das mache, weil ich habe mir vorgestellt, da und da drüben vielleicht irgendwie nur Verstrebungen auf, die dann von denen Löcher hier hinten eine Kette hochhält, die wo dann für einen hinteren Ausgleich sorgt und die dann halt zwischen den Verstrebungen irgendwas Stabiles rübergeschweißt wird, wo dann an die Oberlenker oben angehängt wird. Also ich schaue mal, was ich da so fertig bringe. So Leute, wir sind jetzt hier wieder an unserer Wanne. Wie man sehen kann, es hat sich was getan. Ich habe jetzt schon mal Holzbalkengerüst neu gemacht, wo dann die Platte drauf liegt. Wie man sehen kann, das liegt hier schön unten in den Doppel-T-Träger drin. Und hier in die Kante und da drüben das gleiche. Wird vielleicht heute, vielleicht morgen, mal gucken, wie wir Zeit haben, noch ein A für einen Oberlenker entstehen. Jetzt hat, guck mal einfach mal.
halt mittlerweile aus. Die Grundplattform ist jetzt halt schon fast fertig. Hier ist nur das Rest von der, hier ist nur der Rest von der langen Schalltafel, wo ich dort zusammengeschnitten habe. Die Länge, also 8 cm, gehen nochmal einmal aus dem Brett raus. Aber das Problem ist dann, das passt hier von der Breite nicht mehr ganz neu. Und deswegen muss ich da am Rand wahrscheinlich ein bisschen was wegschneiden. Das muss ich jetzt halt einmal nur zumessen, wie ich das mache. Und dann muss ich es am Ende sägen. Und vielleicht schaffe ich es halt sogar noch, das hin zum Spaxen. Und dann schauen wir mal, dass wir die Tag dann noch weitermachen. So Leute, Grundplattform ist jetzt fertig. Schaut gut aus, das Brett habe ich noch neu gepasst. Und jetzt schauen wir mal, wie man...